Meine Winterpause habe ich eigentlich sehr ruhig verbracht. War nur zu Hause, habe nicht viel unternommen, nur Familie, Freunde besucht. Ja, und die Zeit zu Hause genossen, ein bisschen den Schnee genossen, spazieren gewesen. Ja, und das hat eigentlich ganz gut getan, mal einfach wenig zu tun. Ja, ich glaube, der Beginn war für mich sehr aufregend. Natürlich habe ich gewusst, so ungefähr, was auf mich zukommt. Man hat ja so seine Vorstellungen und malt sich das so ein bisschen aus. Ich muss sagen, so der erste Eindruck war einfach, dass alle sehr herzlich sind und mich einfach sehr gut aufgenommen haben. Und ja, irgendwie auch so eine Hilfsbereitschaft, aber von Tag 1, also irgendwie richtig wohl gefühlt, egal ob das jetzt von Betreuerseite war oder Mannschaftsseite oder einfach Leuten am Campus, die was einfach sehr offen waren mir gegenüber. Und ja, deswegen habe ich mich sehr wohl gefühlt und natürlich sportlich war es einfach eine riesen Umstellung. Man hat dann gemerkt, wo die Leute von der WM zurückgekommen sind, Stück für Stück, dass die Qualität immer mehr gestiegen ist und ja, es hat einfach mega Bock gemacht. Es war natürlich ja, zuerst mal ein bisschen was anders und ich habe mich daran gewöhnen müssen. Aber ja, jetzt im Nachhinein, wenn ich bis jetzt schaue, glaube ich, dass mir das ja ganz gut gelungen ist. Und im Großen und Ganzen bin ich einfach sehr happy und fühle mich wohl und ja. Gute Frage. Natürlich glaube ich, dass ich jetzt die letzten Jahre in der Bundesliga immer hinten gespielt habe und da fühle ich mich schon auch sehr wohl. Also ich glaube, das ist eine Position, die ich sehr gut für mich angenommen habe und die ich lieben gelernt habe. Ich glaube, früher war das nicht so. Da habe ich einfach lieber offensiv gespielt. Ich glaube, da habe ich auch meine Qualitäten, aber ich glaube, in den letzten Jahren ist es ganz klar, dass meine Lieblingsposition war. Ja klar, ist mir als erstes wieder der linke Fuß eingefallen. Ist natürlich vom Vorteil, wenn man auf der linken Seite spielt. Ja, ich glaube, das ist schon als Verteidigerin einen guten Offensivdrang habe, dass ich da meine Qualitäten vorne mit einbringen kann. Auch als Verteidigerin, ich glaube, das ist schon heute ja, im modernen Fußball wichtig. Es ist nicht so wie früher, wo man nur hinten steht. Und ja, ich glaube, das tut mir ganz gut auf der Position. Ja, und sonst glaube ich, dass ich mich hinten defensiv auch gut einfüge. Dass ich versuche einfach mit der Erfahrung, was ich bis jetzt gesammelt habe, da auch Ruhe reinzubringen. Ich glaube, ich bin eine Spielerin, die was nicht immer nur pushen muss, sondern auch versucht, immer ein bisschen eine Balance herzustellen. Und das würde ich auch als Stärke bezeichnen. Ja, ich glaube, grundlegend für uns ist es immer leichter, mehr Schwächen rauszuziehen. Ich glaube, da tun wir uns leichter damit, wie zuzugeben, okay, wir kennen was gut. Schwächen würde ich schon auf jeden Fall sagen, so ein bisschen ja, mehr defensives Stellungsspiel oder so ein bisschen die Zweikampfhärte, die 1 gegen 1. Ich glaube, ja, da habe ich einfach viel Potenzial noch nach oben und das ist schon etwas, woran ich arbeiten will. Wenn ich jetzt von der Mannschaft ausgehe, dann würde ich auf jeden Fall das Paris-Spiel rausnehmen. Ich glaube, wir haben da einfach richtig gute Leistung gezeigt. Es hat wirklich richtig Bock gemacht, einfach zu kicken dort. Ich glaube, das Spiel war eigentlich sehr ausgeglichen, wenn man es im Nachhinein betrachtet. Wir haben aber irgendwie immer das Gefühl gehabt, so wir dominieren. Und das würde ich schon als Highlight-Spiel irgendwie auch betrachten. Generell die Champions-League-Spiele mit Bayern waren für mich alle ein Highlight und ein spezielles Gefühl. Für mich war natürlich auch das Eröffnungsspiel in Freiburg ein Highlight. Ich glaube, es ist einfach extrem bitter, wie das dann geendet hat, mit dem, dass wir 2 Punkte einfach dort liegen lassen haben. Aber an sich war es das erste Spiel für mich, das Ligaspiel mit Bayern. Es war das Eröffnungsspiel, es waren extrem viele Zuschauer. Deswegen würde ich das schon auch rauspicken. Im Sommer haben wir das Trainingslager nicht gehabt. Ich will nicht sagen, dass es irgendwie nicht gut war für uns, aber ich glaube trotzdem, dass ein Trainingslager einfach als ganzes Team sehr wichtig sein kann. Um sich einfach nochmal besser kennenzulernen, um einfach mehr Zeit zu verbringen, egal ob das jetzt neben dem Platz ist, ob das am Platz ist. Ich glaube, das tut uns richtig gut und ja, wir haben einfach alle richtig Bock, an den Sachen zu arbeiten. Ich glaube, wenn man die letzten Wochen vor Weihnachten betrachtet, haben wir einfach, glaube ich, nicht das so gezeigt, wie wir es wollten. Ich glaube, das ist offensichtlich und es war ja uns ganz klar, dass wir da nicht so an unsere Leistungsgrenze gekommen sind oder auch gar nicht an den Ergebnissen, die wir haben wollten. Ja, und das versuchen wir gerade aufzuarbeiten. An was hat es gehakt? Wo können wir noch besser werden? Ob das jetzt ja, unser Positionsspiel ist, unser, ja, wie wir den Ball halten, ein paar taktische Sachen, was wir einfach nochmal neu oder verfeinern wollen. Und ja, das sind, glaube ich, so die Grunddinge, die wir jetzt versuchen noch zu schleifen. Und ich glaube, wenn man den Tag gestern hernimmt, dann war es ein sehr voller Tag. Mit Frühstück gestartet, kurze Besprechung vorm Training. Dann ab zum Training, da kurz davor noch eine Aktivierung natürlich. Mittagessen, kurze Pause zum Durchschnaufen. Ich bin auch so ein Typ, manchmal brauche ich einen kleinen Nap dazwischen. Überhaupt in einem Trainingslager, glaube ich, ist das ganz von Vorteil. Ja, wieder aktivieren, wieder zum Training am Nachmittag. Ja, und wir haben dann noch eine kleine Sitzung mit unserem Psychologen gehabt als Team.
um uns da weiterzuentwickeln und natürlich Abendessen. Und ja, das war so der Tag gestern und so viele Routinen habe ich gar nicht. Natürlich ist es schön, wenn man dann am Nachmittag ein bisschen Zeit hat zum Kaffee trinken, da bin ich einmal gern dabei.